Hallo, ihr Quirlinge! Lara und ich sind immer noch unterwegs im peruanischen Dschungel. Da oben ist immer noch unser kleiner Freund und ich bin jetzt in einer neuen Aufnahmesession. Es ist Mitternacht. Beste Voraussetzungen anzufangen, Tomb Raider zu spielen und irgendwo abzustürzen. Und ich habe jetzt geladen und da ist freundlicherweise ein Spielstand geladen worden, wo das Seil wieder gespannt war. Das ist schön. Das heißt, ich kann jetzt meinen Plan umsetzen. Der da lautet, wie lautet er denn eigentlich? Der da lautet, hier zu drücken und dann schnell hier drauf zu springen, um mich, wenn das Seil dann reißt, unweigerlich durch das da, dann mich auf dieser Kiste ums Eck fahren zu lassen. Ja. Klingt toll. Wird noch viel toller. Was musst du denn machen? Nee, nee, du musst doch... Ach, musst du jetzt ziehen? Echt? Ja. Geschafft. Ja. Ist ja wie im Kettenkarussell. Ich hasse Kettenkarussell. Oh, halt dich fest, Mädel. Die steht da einfach. Du hast ja einen Gleichgewichtssinn wie ein, ja, was kann ein gutes Gleichgewicht? Wie ein Flamingo vielleicht, weil der auf einem Bein steht. Ich habe keine Ahnung, was einen guten Gleichgewichtssinn hat. Was hoppelt denn hier lang? Hüpf. Was ist denn das? Bärchen. Kakao. Frucht und Samen des Kakaobaums. Verbessern die Ausdauer. Aha. Da liegt ein Tisch. Alte Dosen. Das ist Schießpulver, also Schwarzpulver. Was ja das gleiche ist. Aha, Hartholz und dieses kleine Symbol mit der Sanduhr, das habe ich noch nicht gerafft, was das sein soll. Okay, gucken. Nach oben geht es hier nicht sinnvoll weiter. Da ist ein Balken. Da oben sind überall Spitzen. Da soll ich nicht lang. Was sagt die Karte? Die Karte sagt mir gar nichts. Aha. Hallo. Oh, kann ich dich übersetzen? Kann ich. Tor der Unterwelt, das gehört zu dem Dialekt Mam. Erstaunlich, dass hier Maya-Zeug rumsteht. Mam-Monolithen. Ich dachte, das wäre Inka-Gedöns. Wozu gehört das denn? Das gehört zu... Jetzt kann ich sie wieder suchen. Oh. Hier ist es nicht. Pantheon der Götter? Nein. Jetzt wird es aber dramatisch. Gedenkstätte. Ah, hier. Nee. Das hier ist es. Hier unter dem wachsamen Auge eines der Fürsten des Todes liegt das Tor nach Xibalba, das alle Reisenden auf dem Weg von diesem in das nächste Leben durchschreiten müssen. Das Tor der Unterwelt. Prüfungen der Götter. Aha. Aha. Ach du Scheiße. Okay. Wie geht's wohl weiter? Nach unten? Da drüben ist was. Ist das zum Dranklettern? Das ist viel zu weit. Da unten ist auch nochmal so ein Ding. Lara? Ja, ich kann mich gar nicht dranhängen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Oh, der Arme. Ja? Es ist wieder guter Rat teuer. Wo geht's denn hier weiter? Der
Balken macht mich irgendwie an, aber der ist doch bestimmt auch nur zur Zierde da, richtig? Dann kommst du da gar nicht hoch. Auf die Kiste komme ich. Aber das heißt ja alles nichts. Also wenn ich mich hier dranhängen würde, ich sehe hier nichts, wo es weitergehen sollte. Da ist so eine Wand. Da muss ich irgendwie hin. Aha, poröse Wand, verstehe. Irgendwie, so ein bisschen. Ich muss da hoch. Okay. Ziel erkannt. Aber wie komme ich denn da rüber? Ich glaube, das passiert immer, oder? Ja, ich glaube, ja. Oh Mann, Lara! Wir tun hier gar nichts! Ey! Ich hab doch gedrückt! Och, Mensch, Mädel! Ich hab's doch kommen sehen! So nicht. Konzentration. Ist alles gar nicht so schwierig. Konzentration. Das ist alles gar nicht so schwierig. Ich glaube, ich muss einfach nur ein Stück höher. Jawohl. Verdammt nochmal! Was ist denn los? Jetzt schimpf mich nicht aus. Verdammt nochmal, genau. Dass das da oben runtergefallen ist, das war kein Zufall. Wieso ist denn hier Blut an den Pfählen? Igitt. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier bei so einem alten Sack. Was ist das? Das nächste Rezept. Und jetzt muss ich hier raus. Sitz des Adlers verbessert die Kletterfähigkeit, wodurch sie beim Klettern schneller, wodurch sie sich beim Klettern schneller bewegen können. Das habe ich jetzt bekommen, oder wie? Gerade abgeschlossen. Aha, ich muss hier nur sowas mir angucken. Jetzt musst du hier raus. Ich werde noch ein bisschen plündern hier, bevor ich rausgehe. Ist da was? Ich habe hier zwei dieser Seildinger. Einmal hier. Da ist noch was dahinter. Ah, Goldbrocken. Genau, Golderz. Und nach hier auch einmal da. Und da gibt es auch noch ein bisschen Gold. Jupp. So. Raus geht's doch angeblich da, oder? Zumindest wurde der Anschein erweckt. Das ist natürlich wieder genau gegenüberliegend. Und der Freund, der hier schießen wollte, hat sich auch noch nicht wieder gezeigt. Das ist auch verwunderlich. Hm.
Ast, Ast, Ast und so weiter, verstehe. Und da drüben wäre nichts gewesen. Da oben, wo der Typ stand. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich alles gefunden habe hier. Irgendwie glaube ich das nicht. Aber, ist natürlich müßig, jetzt hier was zu suchen, von dem ich nicht weiß, ob es überhaupt da ist. Da oben ist eine Art Raum. Speichern. Also ich meine, da oben. Da ist doch was. Komme ich hier noch höher? Ich kann wieder mal nur hier drauf. Kann ich da rüber? Wieso blutest du eigentlich schon beim Abstürzen? Das Blut kommt erst später. Dann aber alles auf einmal. Nee, ich glaube, das geht nicht. Ist doch alles linearer, als ich es mir denke. War gar nicht so schwierig. An diesen helleren Ästen kann ich nicht hängen bleiben. Die gehen nur mit Schwung. So, und Jonah grillt sich irgendeinen Ölkäfer, während ich das hier alles tue. Oh je. Du glaubst wirklich, dass du da rüber kommst, Liebchen? Drücken Sie E im Sprung, um mit der Hakenaxt über Klüfte zu schwingen. Oh, wieder so eine Schlammrutsche. Das heißt, wieder kein Rückweg. Kein Rückweg für Helden und Heldinnen. Nee. Na gut. Aha. Alles klar. Was wäre denn, wenn ich jetzt hier keinen Pfeil mehr hätte? Was wäre denn dann? War ganz blöd gefragt. Da müsste ich laden oder was? Und irgendwo. Ja. Also ich habe schon genug Material, um Pfeile zu benutzen, also zu herzustellen. Aber wenn ich die alle schon verballert hätte und wenn ich nicht so viel gesammelt hätte, was denn dann? Hätte, hätte, hätte. So, das ist doch schon fast die Stelle irgendwo. Einfach runter, oder? Genau, das ist die Stelle, wo es drunter durchgeht. Ich muss ja zurück zum Lagerfeuer und Jonah und so. Und nochmal alles schmutzig machen. Ja, Lara, es tut mir leid, aber du wolltest ja hier rein. Ja. Ekelhaft, ich weiß. Gut, prima. Hast du was gefunden? Noch so ein Maya-Altar und Und was? ein altes Lager. Verfallen. Wir sollten weitergehen. Ja. Ein altes Lager verfallen. Stimmt, hier gibt es einen Käfer. Und ich muss noch mal gucken. Ich habe jetzt dieses Herausforderungs. Wie hieß es denn eigentlich? Grab. Was ist das da oben? Es gibt zwei davon. Genau, das zweite kenne ich schon. Das ist hier oben. Da kam ich aber bisher nicht rein. Jo. Was fehlt denn noch? Mir fehlt noch ein Basislager. Das ist irgendwo. Dieses Grab, die beiden Herausforderungen habe ich schon. Mir fehlt eine Schatzkiste, jawohl. Mir fehlt, was ist das für ein Ding nochmal gewesen? Krypta war das, glaube ich, genau. Da habe ich erst eine. Da fehlt auch noch eine. Es fehlen noch vier Relikte, noch sechs Dokumente,
vier, was war das? Altäre oder so ähnlich? Hier, was ist das? Die Wandgemälde sind das. Ach, das sind Wandgemälde. Drei Versorgungskisten. Was war das hier? Das habe ich schon. Monolith. Aha. Also ich habe schon vieles gemacht und hier habe ich ja noch was. Und da drin könnte ja auch noch was sein. Ja, das sieht ganz gut aus, glaube ich. Jonah, wo bist du? Hier noch was machen, überlegen. Woher wissen wir, dass es wieder zur verborgenen Stadt geht? Maya-Ruinen sind auffällig, oder? Stimmt. Ich kann euch nicht folgen, aber ihr werdet schon recht haben. Ist ja gut. Ich glaube, da kommen wir raus. Dann geht doch mal durch. Also vor. Komm hier. Ach, muss ich alles machen, ja? Du Kavalier. Ja, hier zu zweit. Jonah, hilf mir mal. Und drei, zwei, eins. Super. Komm schon. Ja, ich weiß, dass du nicht kannst. Ich muss wieder alles alleine machen, ja. Ich bin schwer verletzt. Oh, Mann. Ach so. Ach, Menschenskinder. Das kam zum ersten Mal im Spiel vor. Wie soll ich denn sowas wissen? Plötzlich musste F drücken. Ist wild geworden, eine räudige Katze. Vermeiden. Ich will doch vermeiden. Ich vermeide doch die ganze Zeit schon. Komm schon, zweiter Versuch. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Jonah, du bist keine große Hilfe. Oh. Reicht's jetzt? Reicht's jetzt? Du hast eine völlig zerfleischte Rücken, meine Liebe. Wie unrealistisch ist das denn? Überlebensinstinkte. Ah, harte zu Jonah zurückkehren. Ja. Ich bin überhaupt nicht okay. Was ist das Problem? Ich habe acht, ich brauche drei. Bist du okay? Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Dein Rücken sieht übel aus. Oh ja. Ich baue für uns ein Lager auf. Was machst du da? Bettvorleger? Oh ja, tatsächlich. Jetzt sag doch was. Lass mich mal sehen.
Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Gern. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von X-Chel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Das hat sie nicht verstanden. Und sie wird im nächsten Teil einen namenlosen Rücken haben. Keine Leoparden-Panther-Gedächtnis-Gravuren. Jetzt starte wenigstens mal aus. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, magst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Ach, wie goldig. Tapfere Abenteurerin. Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch. Dieser Rock. das ist ja... Bestien kreuzen den Weg unserer Helden. Ob sie blutrünstig sind? Später ja. Ich gucke mich mal um. Dieser Säbel. Was ist hier? Weiße Königin. Eine kleine Spielfigur. Das sieht wie eine Figur aus dem Spiel aus, das Mom und Dad immer gespielt haben. Aber was hat sie hier draußen auf dem Spielplatz verloren? In den Sockel ist ein A eingeritzt. Es steht für Emilia. Ich vermisse dich, Mama. Ist das eine Schachfigur oder was soll das sein? Weiße Königin, okay, Sammlung zeigen. Ich glaube, ich habe jetzt hier eine andere Sammlung.
Geheimnisse der Weißen Königin. Und was ist das hier? Unsere Heldin hat Jahre gebraucht, um diese Karte zu erstellen. Sie hat in staubigen Bibliotheken nächtelang alte Bücher gewälzt, versunkene Schiffe ihrer Schätze beraubt und jede noch so vage Spur verfolgt. Wenn es ihr gelingt, den Schatz zu bergen, erweist sich unsere mutige Abenteurerin vielleicht als würdig, Lord Richard Crofts Assistentin zu werden. Sie ist motiviert. So, wo sind wir denn gerade? Wir sind, das ist hier irgendwie, Castle Tower. Irgendwo da unten bin ich, glaube ich, im Gebüsch. Jo. Liebe Quirlinge, ich glaube, dass diese Schnitzeljagd hier rund um dieses Elternhaus von Lara Croft wohl doch noch ein bisschen länger dauern wird. Ja, ich glaube nicht, dass ich das in 2-3 Minuten hier erledigt haben werde. Und ich würde es ungern auseinanderreißen. Diese Schaukel. Oje. Ich würde es ungern auseinanderreißen durch einen Episodenwechsel. Deswegen mache ich den lieber jetzt und weiter mit Lara im karierten Röckchen. Geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.